iRobot, Jinko Solar, AMG Critical Materials, Realty Income und Leggett und Platt. Das sind unsere Analysekandidaten für heute. Chartzeit allerseits. Es ist wieder mal Zeit für eure Wunschanalysen und wir starten direkt heute mit einer Frage von Steve K. Hat geschrieben, top wie immer, mich würde mal ein Blick auf iRobot interessieren. Die Aktie fällt seit Tagen, ist etwas mit der Amazon-Übernahme im Argen? Okay, die Frage ist nicht unberechtigt, denn wir sehen den Kursverlauf von der iRobot-Aktie und dafür müssen wir uns vielleicht mal kurz anschauen, wie denn insgesamt diese Übernahme-Story eigentlich gelaufen ist. Also iRobot ist ja quasi der Hersteller von diesen bekannten Roomba-Staubsauger-Robotern. Und da hat Amazon im letzten Jahr schon bekannt gegeben, dass sie gerne iRobot wohl übernehmen würden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als wir irgendwo hier unten waren, irgendwo bei 40 Dollar, um die 40 Dollar. Und da ist ein Übernahmepreis gesagt worden, der lag bei knapp über 60 Dollar. Und wir sehen, was die Aktie gemacht hat. Die ist direkt hier hochgeschossen in diesem Bereich des Übernahmepreises, hat sich dann 2 Wochen da aufgehalten und ist dann immer weiter dynamisch abgefallen bis zu diesem Tiefbereich hier bei 31,70. Und dann ist im August hier das Übernahmeangebot nochmal überarbeitet worden von Amazon. Und da hat man dann gesagt, okay, man wird das Ganze wohl für den Bereich von 51 Dollar übernehmen und nicht für den Bereich von 60 Dollar. Ja, und trotzdem ist die Aktie hier immer weiter abgerauscht und steht jetzt im Moment um die 30 Dollar. Wir sehen natürlich hier sofort rechts auf der Seite, das Unternehmen ist nicht profitabel. EPS hier, Earnings per Share im Verlust, waren hier mal im vierten Quartal 22 positiv erwartet mit 2 Dollar Gewinn, sind am Ende 1,50 Dollar Verlust geworden und seitdem ja, hängt man irgendwie auf diesem Niveau fest und im letzten Quartal hat man die Erwartungen hier auch nochmal deutlich unterboten. Da ging es also wirklich in den Bereich hier Verlust von 2,82 Dollar die Aktie, wo eigentlich nur ein Verlust von 1,67 erwartet war. Das heißt 1,15 Dollar schlechter als erwartet. Und das ist natürlich ziemlich übel. Das können wir uns hier auch nochmal von Seiten der Zahlen insgesamt anschauen. Und dann da haben wir das hier. Da können wir uns nochmal schnell einen Überblick verschaffen über die Geschäftstätigkeit und dann sehen wir ja Umsatz ganz klar rückläufig, Gewinn, also der Verlust wird immer größer. Das sieht man hier auch ganz gut. Seit 2022 haben wir hier einen starken Verlust. Der hat sich 2023 deutlich vergrößert. Man geht jetzt davon aus, dass der Richtung 2024 wieder etwas verkleinert wird. Aber hey, das ist alles Zukunftsmusik. Gefällt mir ganz und gar nicht, was hier fundamental gezeigt wird. Und wir sehen auch, dass die Fonds hier immer weiter rückläufig sind. Im Dezember 2021 waren es noch über 460 Fonds, die in der Aktie investiert waren. Jetzt sind es noch 375. Sieht alles nicht gut aus. Der Year-to-Date-Vergleich mit dem S&P 500, der ist auch skandalös schon fast. Wir haben 17% Kursgewinn im S&P und 37% Kursverlust in der Aktie von iRobot. Also die Frage, ob hier was mit der Übernahme im Argen ist, die ist nicht unberechtigt. Denn normalerweise läuft es bei Übernahmekandidaten so, es gibt die News zur Übernahme und wenn das eine Übernahme ist, die sehr wahrscheinlich ist, dann schießt der Kurs des zu übernehmenden Unternehmens in Richtung des Übernahmepreises und verharrt dann ungefähr da. Da hatten wir bei Microsoft bei der Übernahme von Activision Blizzard gesehen, dass das nicht immer so ist. Als die Übernahme bekannt gegeben worden ist, ist damals Activision Blizzard ziemlich schnell Richtung 95 Dollar angestiegen, ist dann aber im Laufe der Zeit wieder stärker abgekippt und hatte sich dann im Prinzip immer, wenn die Nachrichtenlage so war, dass die Übernahme wohl funktioniert, in Richtung der 95 Dollar bewegt und wenn es ein bisschen schwieriger war und dass sich alles verzögert hat und die Chancen einfach gefallen sind, dass es zu der Übernahme kommt, hat sich der Preis wieder wegbewegt. Und jetzt sehen wir eben
bei iRobot, dass der Preis sich sehr deutlich wegbewegt hat. Am Anfang von den 60 $, $61, die ihr Übernahmepreis waren, jetzt inzwischen eben von diesen $51,70 ungefähr. Und wenn sich der Preis so stark wegbewegt, dann ist das normalerweise ein gutes Zeichen, dass die Anleger nicht der Meinung sind, dass es zu dieser Übernahme kommen wird. Und da müssen wir uns jetzt anschauen, wenn es nicht zu dieser Übernahme kommt, naja, was könnte denn dann hier passieren? Und wir haben uns ja gerade schon die Zahlen angeschaut von iRobot, die sind alles andere als gut. Das Geschäft scheint nicht besonders gut zu laufen. Und von daher ist ein Kauf der iRobot-Aktie für mich in dem Falle einfach nur eine Wette auf die Übernahme. Und da sehe ich die Chancen im Moment nicht so gut. Jetzt ist für den 16., also für morgen, eine Sitzung angesetzt bei der FTC, bei der Federal Trade Commission, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da soll es quasi um eine nicht öffentliche Strafverfolgungsangelegenheit gehen. Und das könnte mit der Amazon-Übernahme zu tun haben, muss es aber nicht. Wenn es allerdings damit zu tun hat, ist es sicherlich kein gutes Zeichen, denn hier musste schon mal nachgebessert werden und im September sind Amazon und iRobot aufgefordert worden, dann nochmal weitere Unterlagen einzureichen, weitere Prüfungen vorzunehmen. Das ist wohl passiert, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Die Europäische Kommission, die hat Zeit irgendwie bis Mitte Februar, glaube ich, mit der Entscheidung. Also da wird auch noch eine Menge Zeit ins Land gehen, bevor hier was feststeht. Und da muss man eben einfach gucken, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für die Übernahme. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann kann Amazon am Ende auch immer noch abspringen. Dann müssen sie zwar eine kleine Strafe zahlen, ich glaube es sind 95 Millionen Dollar, irgendwas in dem Dreh. Das ist für Amazon Peanuts. Also für sie wäre das eine sehr einfache Entscheidung, auch aus diesem Prozess wieder auszusteigen und zu sagen, wir rudern zurück und nehmen das nicht. Und deswegen halte ich im Moment einfach das Risiko in der iRobot-Aktie für zu groß. Wir sehen hier nochmal die Reaktion auf die letzten Earnings, auf diesen verfehlten Gewinnbericht hier. Deutliche Abwärtsreaktion. Jetzt im Moment sind wir dabei, dieses Gap zu schließen. Naja, und viel mehr würde ich der Aktie auch gar nicht unbedingt zutrauen. Vielleicht nochmal diesen Bereich hier 31, 32, $32 hier auf der Oberseite. Ja, und dann ist das Ganze auch schon wieder wirklich an einem ganz harten Widerstandslevel angekommen. Also iRobot wäre zumindest hier mal nichts für mein Depot. Der Jonas hat gefragt, hallo Martin, denkst du, Jinko Solar ist ein sicherer Hafen für die nächsten Jahre? Kursgewinnverhältnis 3, krasses Wachstum und jetzt sogar 4% Dividende. Jonas, gut gesehen. Ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, Jinko Solar ist der Solarwert, der wahrscheinlich von allen, die man im Moment haben kann, sicherlich der beste ist. Ist ein chinesisches Unternehmen, das muss man hier mit berücksichtigen. Die haben ihren Hauptsitz in Jiangxi in China und da hat man natürlich immer noch irgendwo ein Stück Restrisiko aus dem chinesischen Markt drin. Allerdings finde ich es hier nicht ganz so schlimm. Das werden wir uns auch gleich mal anschauen, warum das so ist. Zur Performance. Die Aktie hatte sehr stark performt hier direkt Anfang des Jahres mal schnell 44-45% zugelegt. Ist dann sehr dynamisch eingebrochen von plus 45 hier auf minus 37%. Steht jetzt aktuell auf Jahresbasis noch 10% unter Wasser. Und wie ich finde, zu Unrecht. Ich glaube, Jinko Solar ist hier in Sippenhaft genommen worden mit den übrigen Solarwerten, bei denen es überhaupt nicht gut lief. Also hier eine deutliche Underperformance im Moment zum S&P 500. Und wir können uns das Ganze hier mal auf Monatsbasis anschauen. Da sehen wir das ganz gut. Die Aktie ist in den Bereich dieser letzten Hochs hier gelaufen aus dem Februar 2020. Und hat da erstmal jetzt den Boden gefunden. Wenn wir das mal einzeichnen, dann sieht das so ungefähr aus. Da ist das große Unterstützungsniveau. Dieses große Unterstützungsniveau hat jetzt erstmal gehalten. Was ich kurstechnisch jetzt ein bisschen problematisch finde, ist, dass wir von unten an dieses große Widerstandsniveau hier ranlaufen. Das heißt, da ist im Prinzip erstmal damit zu rechnen, dass die Aktie sich um $40 spätestens sehr schwer tun könnte und wir vielleicht auch nochmal einen größeren Rücksetzer sehen. Das ist natürlich blöd für diejenigen, die schon investiert sind, gut für die, die noch investieren wollen. Denn wir haben seit den Zahlen, die hier gemeldet worden sind, wirklich eine sehr dynamische Bewegung gesehen bei Jinko Solar. Vielleicht nochmal ganz kurz auf der Oberseite ist es jetzt diese Trendlinie hier, die interessant ist. Und so richtig bullisch sieht das Bild eigentlich erst aus, wenn wir
das Widerstandslevel überwunden haben und über diese Trendlinie angestiegen sind. Und auch wenn wir uns die Entwicklung über die letzten Jahre anschauen, sehen wir, das ist mehr oder weniger seitwärts. Und dann sind wir hier sogar noch mal kurz nach unten weggebrochen. Also so richtig bullisch will das Bild langfristig hier noch nicht aussehen. Auf Tagesbasis, da sehen wir jetzt sehr gut hier den Earnings-Tag. Mit den Earnings hat sich die Aktie von diesem Tief hier deutlich wegbewegt, hat ein schönes Gap gezeigt, ist dann auch weiter angestiegen und der Follow-Through ist hier auch gelaufen. Wir haben den 50er gleitenden Durchschnitt überschritten und sind auch über das letzte Zwischenhoch hier drüber gelaufen, das an dieser Stelle hier zu finden ist. Das haben wir jetzt auch deutlich hinter uns gelassen. Dementsprechend könnten wir jetzt schauen, bis wohin könnten denn Rücksetzer gehen, und Rücksetzer würden sich meiner Meinung nach anbieten, hier wirklich in diesem Bereich nochmal so um $35. Wenn wir da nochmal hinkommen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Kursniveau für mittelfristige Trades. Für langfristige Trades ist es am Ende egal, würde ich sagen, ob man hier bei 35 oder bei 38 einsteigt. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, die ganze Situation hier in der Jinko Solar, und vergleichen das mal mit anderen Anbietern. Ja, da habe ich jetzt hier mal so ein paar andere Anbieter im direkten Vergleich bei den Solar-Panel-Herstellern. Und da haben wir hier zwei Bereiche, einmal die Shipments in Gigawatt, die hier stattgefunden haben, und dann die Panel Efficiency, also wie effizient diese Paneele sind. Und da sehen wir, bei beidem liegt Jinko Solar hier ganz klar vorne. Die haben also nicht nur die größten Verkäufe, sondern die haben auch die beste Effizienz bei den Produkten und sind deswegen nicht umsonst der größte Anbieter in dem Bereich Solarmodule. Und zwar weltweit, nicht nur in China, sondern weltweit. Und das zeigt sich auch dadurch, dass sie sehr viele Produktionsstätten haben. Die haben also Produktionsstätten nicht nur in China, sondern haben auch welche in Malaysia, haben welche in Vietnam und seit einigen Jahren sogar auch schon in Amerika. Und das ist natürlich spannend, weil es hier natürlich viel darum geht, dass die chinesischen Hersteller, die ja doch zum Teil deutlich günstiger sind als europäische oder amerikanische Hersteller, dass die zum Teil mit Strafzöllen belegt werden sollen, um das ganze Wettbewerbsfeld irgendwie attraktiver zu machen für die heimischen Unternehmen. Und da dürfte Jinko Solar in Amerika schon mal keine Probleme haben, weil sie natürlich in Amerika Produkte verkaufen können, die sie in Amerika produziert haben. Ja, und das ist auch ein großer Vorteil, wie ich finde, anderen Herstellern hier gegenüber. Wenn wir mal auf die Zahlen schauen, die haben wir hier. Da sind die Quartalszahlen konkret von Jinko Solar, das, was wir hier in der letzten Meldung bekommen haben. Und dann sieht man vielleicht auch, warum die Aktie da einen ganz guten Sprung gemacht hat. Der Umsatz ist um 60% angestiegen, der Gewinn ist um 180% angestiegen auf Jahresbasis. Wir sehen für 2023 hier angenommen, dass diese Ziele erreicht werden, eine Gewinnsteigerung von fast 100%. Zum nächsten Jahr soll das dann recht gleichbleibend sein. Das muss man sich allerdings anschauen, ob das so bleibt oder ob hier nicht doch eine deutliche Outperformance am Ende generiert werden kann. Mich würde es nicht wundern, wenn Jinko Solar im nächsten Jahr auf der Gewinnseite auch nochmal weiter wachsen kann. Wir gucken uns das gleich an, warum vielleicht Jinko Solar ein bisschen besser hier performt als die meisten anderen Solarhersteller. Das hängt stark mit den Preisdifferenzen zusammen zu den Produkten, die sie für die Herstellung verwenden und dann am Ende das Produkt, was dann verkauft wird. Wir sehen hier von Seiten der Fonds, dass das rückläufig ist. Das finde ich aber auch erstmal nicht so tragisch. Ist natürlich eine chinesische Aktie hier für die Amerikaner. Und das macht das Ganze schon unattraktiver für ein Investment für einen Ami. Und deswegen würde ich da bei den Fonds jetzt hier gar nicht so viel Wert drauf legen. Vielleicht gucken wir mal lieber auf die nackten Zahlen. Da würde ich sehr viel mehr Wert drauf legen. Das sehen wir jetzt hier. Und da sehen wir die Total Shipments. Die stehen jetzt im dritten Quartal. Ich hole mal kurz das Zeichentool nochmal, was ich brauche. Die stehen im dritten Quartal jetzt hier bei Total Shipments im Bereich 22.600 Megawatt. Und wenn wir das vergleichen mit dem Vorquartal, da haben wir so 18 gehabt und im Vorjahr haben wir 10 gehabt. Und da sehen wir, das Wachstum Year over Year ist 108%, Quarter over Quarter ist 21%. Also ein wirklich enormes Wachstum. Und dieses enorme Wachstum, das hängt natürlich
mit der Anzahl der Bestellungen zusammen. Die Bestellungen sind extrem angestiegen. Und zwar sind die Bestellungen deswegen extrem angestiegen, weil die Preise für die Solarmodule deutlich rückläufig sind. Es ist also inzwischen viel billiger, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, als das vor ein paar Monaten noch der Fall war. Daher kommt es aber auch, dass wir, wenn wir die Shipments mit dem Umsatz vergleichen, das machen wir jetzt hier mal, Shipments year over year, sehen wir hier 108% Anstieg. Der Umsatz, der ist aber nur um 63% gestiegen. Und da sieht man eben daran, dass die Megawatt, die hier verkauft werden, günstiger werden. Also die Preise sind deutlich gefallen. Aber trotz dieser gefallenen Preise hat man es geschafft, hier einen ordentlichen Umsatzanstieg zu generieren, nämlich eben um diese 63%. Das war auch deutlich mehr, als die Analysten erwartet haben. Auch auf der Gewinnseite ist mehr angefallen, als die Analysten erwartet haben. Wir haben also hier einen schönen Beat in der Top- und in der Bottomline. Der Grund, warum jetzt auch der Gewinn hier noch gesteigert werden konnte, hier haben wir den Gap Net Income, der ist um 140% gesteigert worden. Das hängt damit zusammen, dass der Preisverfall bei Polysilizium deutlich stärker nochmal war. Und Polysilizium ist ja das Material, was verwendet wird, um diese Solarmodule zu bauen. Und der Preisverfall bei Polysilizium, der war nochmal sehr viel stärker als der Preisverfall der Solarmodule selber. Und deswegen war das im Prinzip eine Situation, die für Jinko Solar sehr positiv war. Denn die fallenden Preise für die Solarmodule, die haben natürlich enorm die Nachfrage angekurbelt. Und die fallenden Preise im Polysilizium, die haben dafür gesorgt, dass die Gewinnspannen am Ende sogar noch größer geworden sind. Und damit konnte hier dann eben, wie wir gerade gesehen haben, ein Nettogewinn von 180 Millionen Dollar generiert werden. Und das ist natürlich richtig gut. Und der Ausblick war auch sehr gut. Also im Ausblick ist es auch so gewesen, dass die Erwartungen des Marktes hier übertroffen worden sind. Und man geht jetzt davon aus, dass die Modullieferungen im Gesamtjahr für 2023 die Prognose des Unternehmens von 70 bis 75 Gigawatt sogar überschreiten könnten. Ja, und 60% der Module, die verkauft werden, sind hocheffiziente N-Typ-Module. Das spricht dann eben auch nochmal quasi für die Qualität von Jinko Solar. Und deswegen halte ich Jinko Solar wirklich für eine vernünftige Variante, wenn man denn im Bereich Solar investieren möchte. Und das, was der Jonas hier gesagt hat, Kursgewinnverhältnis um 3, das ist völlig richtig. Das Forward PI steht bei 3,1 aktuell und stand im Durchschnitt über die letzten Jahre bei 12,2. Wir sind hier im Moment also 75% unter dem durchschnittlichen Preis der letzten Jahre. Und mit diesem KGV von 3 ist man auch noch mal viel billiger als die Konkurrenz. Also selbst Unternehmen, die nicht im Ansatz so profitabel sind, wie Canadian Solar zum Beispiel, die werden für ein 4er KGV im Moment gehandelt. Und deswegen halte ich die Aktie sowohl für sehr günstig bewertet, als auch für einen guten Kandidaten in der nächsten Zeit hier weiter Performance zu zeigen. Und jetzt kommt noch on top hier Dividenden, da sehen wir es, Dividend Yield 3,9%. Die ist bekannt gegeben worden hier auch in den Earnings, da lag die Rendite sogar noch bei 4,7%. Aber jetzt sehen wir, dadurch, dass der Kurs schon so stark angestiegen ist, ist die Rendite inzwischen runter auf 4%, ungefähr 4%. Und on top kommt hier noch ein 200 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Das könnte sogar nochmal 12% der ausstehenden Aktien zurückkaufen. Und damit finde ich, hat Jinko Solar hier einen ganz klaren Bull Case im Markt und ist für mich definitiv eine Position, über die man nachdenken könnte für den Bereich Investment. Der Christian hat gefragt nach AMG Critical Material und sagt, hallo Martin, AMG Critical Material, was ist da los? Erstmal Finger weg oder vielleicht eine langfristige Einstiegschance? Und das werden wir uns anschauen. Also bei AMG, wir gucken vielleicht erstmal auf den typischen Vergleich hier wieder mit dem S&P 500, habe ich den jetzt hier drin. Das ist nicht die richtige Benchmark, aber wir sehen am Ende, worauf es ankommt. Die Aktie ist deutlicher Underperformer, 38% Verlust hier im laufenden Jahr bisher.
Das müssen wir uns jetzt aber vielleicht mal anschauen im Vergleich zu Albemarle und SQM. Die habe ich hier noch drin. Ja, und da sehen wir, im Prinzip sieht die Bewegung recht ähnlich aus. Vor allem diese jüngste Abwärtsbewegung, die hier seit Juli 2023 läuft. Und die hat natürlich ganz klar mit dem Verfall des Lithiumpreises zu tun. Und wir sehen auch, dass die ungefähr sich gleich bewegt haben hier auf Jahresbasis. Da haben wir eine SQM, die ist 30% hinten auf Jahresbasis. Und die AMG Critical gemeinsam im Prinzip mit der Albemarle-Aktie hier um 38% auf Jahresbasis im Minus. Und ja, ich hatte es gesagt, Lithiumpreisverfall, das ist das, was hier den Unternehmen zu schaffen macht. Das ist bei AMG hier auch nicht anders. Da hatte man auch ganz klar gesagt, jetzt in den letzten Earnings, die hier gekommen sind, da können wir mal auf dem Tageschart gerade reinschauen, wie die Bewegung auf die Earnings war. Da sind wir hier von 23 Euro mal schnell runtergekracht auf 17 Euro. Und da war auch ganz klar, die Lithiumpreise im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 50% runtergekommen und auch die Preise von Ferrovanadium, ein zweiter Rohstoff, mit dem AMG hier sehr viel arbeitet, auch die Preise um knapp 30% runtergekommen. Und das macht sich natürlich sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite bemerkbar. Charttechnisch sehen wir hier eindeutig die Kreuzung zwischen 50er und 200er gleiten im Durchschnitt. Da stand die Aktie bei 30 Euro, jetzt steht sie unten bei 20, also seitdem auch nochmal deutlich weiter gefallen. Deswegen macht es schon Sinn, auch auf solche Dinge zu achten. Und wenn wir uns das Ganze hier mal auf Jahresbasis anschauen, hier im Wochenchart, dann sehen wir, dass wir im Moment vom letzten Hoch, was hier wirklich noch Mitte Juli diesen Jahres ausgebildet wurde, im Moment so knapp 60% tiefer stehen. Ja, 57% unter dem Hoch stehen wir. Im Tief lagen wir hier schon 67% tiefer. Also die Aktie ist wirklich hart abgestraft worden und ich finde vielleicht ein bisschen zu hart. Klar, die Preissensibilität, die ist da und ich finde es auch unheimlich schwer abzuschätzen, wie sich der Lithiumpreis in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird. Da gibt es ja die verschiedensten Analysen, die davon ausgehen, dass wir in einem Lithium-Überangebot sind in diesem und auch im nächsten Jahr. Dann gibt es andere Analysen, die sagen, Lithium wird knapp sein, vor allem Lithium in Batteriequalität. Das ist ja auch nicht immer gleich. Lithium ist ja nicht gleich Lithium. Und man braucht für diese Elektrofahrzeuge eben Lithium in Batteriequalität. Aber da ist natürlich auch die ganze Zeit noch das Risiko vorhanden. Was ist denn, wenn die Technik insoweit weitergeht, dass man auf einmal nicht mehr so viel Lithium braucht oder vielleicht sogar ein anderes Material verwendet wird für diese Batterien? Dann haben diese ganzen Unternehmen natürlich ein großes Problem. Und das ist das Risiko, was wir hier tragen müssen. Und das ist auch das Risiko, was wir hier bei AMG tragen müssen. Prinzipiell gefällt mir AMG Critical Materials relativ gut, muss ich sagen. Der Cashflow, der ist zwar kräftig zurückgekommen, der ist um 67% rückläufig gewesen auf 25 Millionen Dollar, aber die Liquidität, die ist nach wie vor gut. 542 Millionen Dollar Liquidität stehen hier zur Verfügung, davon 347 Millionen an freien Barmitteln und 195 Millionen durch revolvierende Kredite. Apropos Kredite, die Nettoverschuldung, die liegt bei 320 Millionen. Das ist nicht wenig, aber ist ganz gut ja abgesichert dadurch, dass der Zinssatz im Schnitt so bei 5% liegt. Und das ist natürlich enorm gut, gerade für die Phase, die wir jetzt haben mit der Hochzinsphase. Da hat man hier ziemlich clever gewirtschaftet im Bereich der Kredite. Und da würde ich mir auch erstmal gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Auftragsbestand, der ist zuletzt auf einen Rekordhoch gegangen. Das hängt aber wohl überwiegend mit dem Bereich Luft- und Raumfahrttechnik zusammen. Da sind wohl sehr viele Aufträge reingekommen, aber das kann uns am Ende als Investoren relativ egal sein, wo die herkommen. Hauptsache, es sind genügend Aufträge da, die abgearbeitet werden können. Und der Auftragsbestand, der liegt im Moment bei 341 Millionen Dollar und ist der höchste Auftragsbestand in der Geschichte von AMG Critical Material. Vielleicht noch kleiner Fact am Rande. Man wird ab dem nächsten Jahr die Art und Weise, wie berichtet wird, umstellen. Es wird drei neue Segmente geben. Das wird also zum einen die Betriebstätigkeit beeinflussen, zum anderen die Art und Weise, wie berichtet wird. Und zwar gibt es drei neue Segmente. Das eine ist AMG Lithium, das nächste ist AMG Vanadium und das dritte ist AMG Technologies. Und alle diese drei Segmente bekommen eine eigene Führung. Die werden also ein eigenes Führungsteam bekommen, ein eigenes operatives Managementteam und sind dann komplett unabhängig voneinander im Tagesgeschäft. Und ich glaube, das wird ein großer Vorteil werden,
Denn dann kann man sich viel besser auf die Spezialbereiche der einzelnen Segmente konzentrieren. Ja, und das finde ich recht positiv. Ansonsten, wenn man schaut, was so an Konzepten da ist, wir können hier mal in die Zahlen vielleicht erstmal reinschauen. Dann sehen wir nämlich mal, wie sich das Zahlenwerk entwickelt hat im letzten Quartal, nachdem oder der Kurs eben hier nochmal so deutlich nach unten gekommen ist, nachdem dieses Zahlenwerk veröffentlicht worden ist. Und da sehen wir halt das EBITDA, das ist um 48% gefallen, der Umsatz ist um 13% gefallen. Der Cash from Operating Activities, also der operative Cashflow, der ist um 67% gefallen. Das sieht natürlich alles nicht gut aus, aber die Begründung ist relativ klar. Das hat eben mit dem Rückgang der Metallpreise zu tun. Die einzelnen Bereiche, die wir uns hier noch anschauen können, Financial Highlights aus der letzten Unternehmenspräsentation, die können wir hier noch mal ein bisschen zerlegen. Da sehen wir, der Revenue, also der Umsatz, hatten wir uns gerade schon angeschaut, 13% rückläufig, ja, ist aber immer noch in einer ganz guten Range hier im oberen Bereich. Anders sieht es aus beim EBITDA, das ist doch deutlich unter den letzten Werten gekommen. Und deswegen ist auch ein Großteil des Kursverlustes, den wir gesehen haben, absolut zu Recht, müssen wir sagen. Na, weil wir sehen hier auch Earnings per Share, null. Ja, da ist hier nichts mehr reingekommen im dritten Quartal. Da sind wir also deutlich runtergefallen um 2,09 $, die wir im dritten Quartal 2022 hier noch auf der Gewinnseite pro Aktie hatten, sind wir jetzt auf 0 gegangen, also komplett runter. Und genauso sieht es eben aus hier beim Nettoeinkommen, komplett runter. Es wird also effektiv erstmal nichts verdient. Die einzelnen Bereiche AMG Clean Energy Materials, das sind die drei Segmente, die wir jetzt im Moment eben haben. Clean Energy. Dann haben wir den Bereich Critical Minerals und den Bereich Critical Materials Technologies. Das sind also die älteren Bereiche, die werden eben jetzt neu sortiert. Da sehen wir im Bereich Clean Energy Materials, da geht es also im Umsatz und im EBITDA eben auch deutlich nach unten. Dafür nehmen die Ausgaben zu. Das ist keine gute Entwicklung. Gross Profit ist hier deutlich abwärts gerichtet. Im Bereich AMG Critical Minerals sieht es nicht viel besser aus. Revenue deutlich unter Wasser. EBITDA ist auch rückläufig. Capital Expenditure ist ungefähr gleich geblieben. Gross Profit, naja, ist so auf Niveau von vor einem halben Jahr ungefähr. Und der letzte Bereich, AMG Critical Materials Technologies, das ist der Bereich, der sich gut entwickelt hat. Da gehört eben Luft- und Raumfahrt auch mit dazu. Da sehen wir auch, sind die Umsätze angestiegen, das EBITDA ist angestiegen. Der Order-Eingang, der ist etwas rückläufig zum Vorquartal, aber insgesamt auf hohem Niveau hier nochmal mit 80 Millionen, die reingekommen sind. Und der Profit ist hier auch angestiegen. Also das ist der Bereich, der eben im Moment hier Steigerungen sieht. Die übrigen, die sehen eher Rückgänge. Hier sehen wir es nochmal schön zusammengefasst. Clean Energy, ja, sehen wir also hier Vanadium und die übrigen Metalle, die hier drin sind, sind vom Preis allesamt rückläufig. Vanadium ist das Verkaufsvolumen aber angestiegen und bei Tantalum ist es auch angestiegen. Dann haben wir den Segmentbereich Critical Minerals. Da sehen wir hier Graphit, haben sich die Preise nicht verändert, aber im Bereich Critical Minerals sind die verkauften Volumina rückläufig gewesen. Und das ist der positive Bereich Technologies. Da sehen wir die Volumensanstiege und das sorgt eben auch dafür, dass wir hier ein deutlich besseres Ergebnis bekommen haben als im Vorjahr. Also da hat man jetzt vielleicht mal einen kleinen Überblick über die drei Segmente, in denen AMG arbeitet. Es ist natürlich nicht nur Lithium, sondern es ist schon etwas größer angelegt. Nur wenn wir eben mal schauen, der Bereich Clean Energy Materials, das ist der größte hier gewesen mit 188 Millionen Umsatz im Vorjahr. Das hat sich jetzt verändert. Der Bereich Critical Materials Technologies, der ist jetzt der größte mit 175 Millionen Dollar im Vergleich zu 140 im Bereich Energy Materials. Da hat sich also die Führungsrolle hier verschoben und das finde ich gar nicht so negativ, weil wir hier natürlich den Bereich haben, der wächst. Und wenn der Bereich, der wächst, der größte ist, dann ist das per se schon mal ganz gut. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass diese Preise, die wir jetzt hier unten bezahlen müssen, dass die gute Preise sind für einen langfristigen Einstieg, wenn man sich denn im Bereich Lithium und erneuerbare Energien, Materialien hier umtun möchte, wenn man da in dem Bereich investieren will,
dann ist das etwas AMG, finde ich, nicht schlechter als Albemarle oder SQM, muss ich ganz klar sagen an der Stelle. Fürs erste Halbjahr 2024 wird es von der Lithium-Seite wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwierig aussehen. Da wird man im ersten Quartal in Brasilien in einer großen Förderstätte die Fördermenge deutlich reduzieren, um sie dann danach ein Quartal später hochfahren zu können. Da will man also dann ab Mitte 2024 die Produktion deutlich hochfahren. Dann haben wir fürs nächste Jahr auf der Pipeline die Inbetriebnahme der Anlage in Bitterfeld. Die soll im nächsten Jahr schon 7.000 Tonnen batteriefähiges Lithium liefern. Ab 2025 sollen es dann 20.000 Tonnen werden. Man hat noch ein großes Gemeinschaftsprojekt mit Shell, das läuft über AMG Recycling, zur Entwicklung einer Kreislaufanlage im Nahen Osten. Da ist man wohl auch auf einem ganz guten Weg, das zum Abschluss zu bringen. Also es sind noch einige Projekte hier auch in der Pipeline, die, was ganz gut ist, alle schon soweit durchfinanziert sind. Ich sehe hier wenig Gefahr erstmal für eine Kapitalerhöhung. Und deswegen, denke ich, sind diese Rücksetzer, die wir jetzt gesehen haben, natürlich hier unten noch schöner als jetzt, aber diese deutlichen Rücksetzer immer noch fast 60% unterm Jahreshoch, ist bestimmt kein schlechter Bereich, um sich die Aktie mal ein bisschen genauer anzuschauen. Eine ganz interessante Frage ist reingekommen von Feel No Gravity und wie ich finde, genau zum richtigen Zeitpunkt. Hallo Martin, eine Einschätzung zu REIT-Aktien wäre toll, da man ja jetzt mit einem Ende des Zinserhöhungszykluses rechnet. Besonderes Augenmerk hätte ich auf Realty Income oder Wiki. So, Realty Income schauen wir uns natürlich an. Das ist so der Klassiker eigentlich unter den Dividenden-REITs. Da schauen wir jetzt mal drauf. Im Hintergrund seht ihr schon auf dem Monitor deutliche Underperformance im Moment zum S&P 500. S&P 500 im Moment so um die 18% im Plus. Realty Income übers Jahr ungefähr 18% im Minus. Das ist natürlich erstmal nicht so toll, aber das relativiert sich gleich. Denn wenn wir uns mal anschauen, was eben auf der Zinsseite passiert ist, nämlich dass die Zinsen auf die Anleihen in Amerika sehr stark angestiegen sind, dann ist es relativ klar, dass natürlich so dividendenstarke Aktien, die normalerweise kaum eine Kursperformance liefern langfristig, ja, wenn wir uns hier eine Realty mal angucken, über die letzten Jahre, dann sind wir hier in 2016 immer noch ja ungefähr auf dem Niveau, wo wir uns jetzt befinden. Na, da hat sich also nicht viel getan. Die Aktie läuft hier in einer großen Range seitwärts. Aber dafür gibt es natürlich eine ordentliche Dividende. Im Moment 5,9%. Und das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber allerdings sehen, wir haben natürlich als Investor hier, wenn wir so eine Produkte im Portfolio haben, natürlich auf der einen Seite eine schöne Dividende. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer das Risiko, dass es im Kurs hier deutlich nochmal nach unten laufen kann. Vielleicht sogar hier nochmal in den Bereich 40 Dollar oder tiefer. Und da hilft einem dann in der Gesamtperformance die Dividende auch nicht viel. Da ist man dann am Ende des Jahres hinten. Und jetzt konnte man sich natürlich als Dividendeninvestor auch genauso gut überlegen, Mensch, vielleicht nehme ich einfach mal eine US-Anleihe und bekomme dafür meine 5% Zinsen und habe dafür kein großes Risiko. Ja, und deswegen waren diese Aktien in der letzten Zeit im Prinzip von da an, wo die Zinserhöhungsphase hier begonnen hat in 2022, von da an waren diese Aktien wirklich ungeliebtes Kind, sind sehr stark abgestraft worden und wir sehen das hier auf dem Wochenchart auch ganz deutlich. Relativ lange hier auch unterm 10-Wochen-Durchschnitt gelaufen und jetzt sehen wir in der letzten Woche oder jetzt in dieser Woche, dass diese Dynamik hier deutlich zugelegt hat und wir einen wichtigen Ausbruch geschafft haben bei Realty Income. Den gucken wir uns hier auch auf Tagesbasis nochmal an. Dieses wichtige Ausbruchslevel, das ist im Prinzip dieses hier. Da hatten wir hier so eine Art Doppeltop. Da hat die Aktie nochmal versucht, sich davon wegzubewegen. Ist hier auch ziemlich genau am 50er gleitenden Durchschnitt gescheitert. Das können wir uns hier auch mal angucken. Ja, ziemlich genau am 50er gleitenden Durchschnitt. Und dann hier mit einem schönen großen Gap nach oben gelaufen und dann ging es hier richtig dynamisch zur Sache. Und die letzte Bewegung, die jetzt hier nach oben gelaufen ist, natürlich mit dem etwas niedriger als erwarteten CPI-Print in Amerika. Da sind die Anleihenrenditen zusammengebrochen, sind sehr kräftig rückläufig gewesen und da konnten dann natürlich auch diese Werte wieder kräftig profitieren. Und am Ende müssen wir uns jetzt überlegen, okay, was bedeutet das für Realty Income, wenn jetzt diese Zinserhöhungsphase
von der Fed vorbei ist. Dann hatte ich ja in den letzten Sendungen auch schon ein paar Mal gesagt, was bringt uns das, wenn die Zinserhöhungsphase von der Fed vorbei ist, der Markt aber die Zinsen auf die 10-jährigen, 20-jährigen, 30-jährigen US-Anleihen immer weiter nach oben schiebt, dann bringt uns das am Ende auch nicht viel. Und da scheint jetzt auch erstmal ein Riegel vorgeschoben worden zu sein. Wir sind sehr dynamisch in den Anleiherenditen zurückgekommen und damit ja, richtet sich der Fokus im Prinzip jetzt wieder auf das, was von der Fed zu erwarten ist. Und da sind inzwischen alle weiteren Zinserhöhungen am Markt ausgepreist. Man rechnet nicht mehr damit, dass die Zinsen weiter ansteigen, sondern man hat jetzt vielmehr sogar schon ab Mai nächsten Jahres die ersten Zinssenkungen hier eingepreist. Und das ist natürlich eine Situation, die für Realty Income erstmal nicht schlecht ist. Die hatten jetzt zwei Situationen, wo die Aktie deutlicher unter Druck gekommen ist. Ja, das eine war natürlich die ganze Range hier in der Phase, wo die Zinsen angestiegen sind. Und dann hatten wir hier zuletzt vor den Earnings nochmal einen ziemlich dynamischen Rutsch, hier 27. auf den 30. Oktober. Und am 30. Oktober ist bekannt gegeben worden, dass Realty Income einen kleineren Konkurrenten übernimmt, nämlich Spirit Realty Capital. Für so knapp 9,5 Milliarden Dollar ist diese Übernahme erfolgt. Und da ist es normal, dass das Unternehmen, was übernommen wird, erstmal schön im Kurs ansteigt bis zum Übernahmepreis. Das Unternehmen, was das andere Unternehmen aufkauft, da fällt die Aktie typischerweise erstmal. Genau das ist hier auch passiert. Das wurde dann aber sehr schnell hier zurückgeholt mit den Earnings. Ja, schon vor den Earnings ist man hier sehr dynamisch wieder angestiegen, hat die ganze Bewegung zurückgeholt. Das war ein erstes bullisches Zeichen in der Aktie. Dann hat sich das Ganze weiter fortgesetzt. Wir haben also eine erste dynamische Momentumbewegung gesehen, hatten dann hier diese Bull Flag und sind jetzt aus der Bull Flag nach oben ausgebrochen. Und das heißt, wir befinden uns jetzt hier in der Situation, wo wir schauen müssen, was sind die nächsten Widerstandsniveaus. Und da haben wir bei Realty eben hier ein etwas stärkeres im Bereich da so um 55 Dollar. Das ist ein etwas stärkeres Widerstandsniveau hier in der Aktie. Und da muss man wahrscheinlich dann auch damit rechnen, dass die Aktie auf diesem Niveau erstmal ein wenig hängen bleibt. Ja, das sind noch so 8% vielleicht, wir können es mal gerade abmessen vom aktuellen Kurs. Ja, 6 sogar nur 6% bis zu diesem Kursziel. Aber selbst wenn wir dann auf diesem Niveau pendeln und kriegen hier trotzdem unsere knapp 6% Dividendenrendite noch on top, dann kann man damit eine gute Performance machen. Und es ist natürlich auch genauso gut möglich, dass diese Level überschritten werden und wir dann in diesen Bereich bis in den 200er gleitenden Durchschnitt rein, der im Moment so bei 58, 59 Dollar liegt, der wird dann ein bisschen tiefer liegen, aber dass wir irgendwo auch nochmal in diesen Bereich reinlaufen und damit im Prinzip hier ein Kurspotenzial haben, von 11% so ungefähr. Die Zahlen, die hier gemeldet worden sind bei Realty, die waren auch alles andere als schlecht. Da haben wir hier mal die kompletten Quartalszahlen drauf, die Entwicklung. Da sehen wir hier, der Umsatz, der ist um 24% angestiegen. Der Gewinn, der ist um 8% rückläufig gewesen. Aber trotzdem haben beide Seiten deutlich die Erwartungen übertroffen. Also auf der Gewinnseite hatten wir ein höheres Ergebnis als das, was von den Analysten erwartet worden ist und im Umsatz auch deutlich höher. Das heißt, Beat in der Top- und in der Bottomline, das wird typischerweise am Markt immer erstmal gut aufgenommen. Wir sehen aber hier auch, dass die Fonds recht wenig aktiv sind momentan. Es sind also wenig Fonds, die diese Aktie mit dazu packen. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass man eben jetzt auch am Anleihenmarkt ordentliche Renditen bekommt und deswegen die Notwendigkeit, solche REITs im Depot zu haben, schlicht und ergreifend abgenommen hat in der letzten Zeit. Die Prognose für 2023 fürs Gesamtjahr, die ist angehoben worden. Da geht man jetzt von einem Nettogewinn pro Aktie aus zwischen 1,25 und 1,32. Da lag man vorher im Bereich 1,20 bis 1,28. Und das, was wir jetzt hier sehen, das hier, das sind die Funds from Operation pro Aktie. Und da geht man jetzt aus von 4,08 bis 4,15. Da liegen wir also auch in der Mitte knapp über dem, was von den Analysten hier angesagt worden ist und auch über dem, was ursprünglich angesetzt worden ist. Da hat man die untere Spanne ein bisschen nach oben angehoben.
Ja, also long story short, ich denke, Realty Income ist einer der beliebtesten REITs weltweit. Und ich denke, die REITs, die sollten in den kommenden Quartalen davon profitieren, dass die Zinsen zurückkommen. Die werden auch insbesondere dann profitieren, wenn die Fed anfängt, vielleicht ab Mitte, Ende nächsten Jahres die Zinsen tatsächlich zu senken. Und von daher denke ich, dass dieser Bereich so um $50 hier durchaus mittelfristig ein gutes Einstiegsniveau für Realty Income Aktien sein könnte. Denn wir haben das Potenzial, hier Richtung knapp $60 zu laufen. On top gibt es wirklich eine ordentliche Dividende. Ich denke, es wird ein gutes, eine gute nächste Quartalszeit für REITs insgesamt werden, wenn die Zinsen rückläufig sind. Und wir bleiben bei den Dividendenwerten. Leggett & Platt ist gefragt worden, was ist mit der Leggett & Platt los? Ist böse abgestürzt. Kannst du da mal reinschauen? Klar, kann ich da reinschauen. Der Grund, warum die Aktie böse abgestürzt ist, ist eigentlich der gleiche, wie bei Realty Income, wo wir gerade drauf geschaut haben. Es ist natürlich zum einen so, dass diese Dividendenwerte nicht mehr so interessant sind, wenn es in anderen Anlagemethoden ähnliche Renditen gibt, die vielleicht risikofreier sind. Dann verschwinden diese Aktien natürlich aus den Depots. Und dann müssen wir bei Leggett und Platt auch immer noch mal schauen, was denn das Geschäftsbereich ist. Und der Geschäftsbereich ist eben diversifizierte Hersteller von Konsum- und Industrieprodukten. Da haben wir also sowas wie Bettwaren, Möbel, Bodenbelege. Das heißt, das sind so mehr oder weniger langlebige, diskretionäre Konsumgüter. Und diese langlebigen, diskretionären Konsumgüter, die reagieren typischerweise sehr stark auf Inflation. Das heißt, wenn die Inflation anzieht und die Produkte werden teurer, dann geht die Nachfrage danach zurück. Und das sieht man dann eben oft auch in den Earnings. Und genau das können wir uns hier auch gleich mal anschauen. Wir sehen es hier schon im Hintergrund. Die Aktie ist deutlich schlechter gelaufen als der S&P 500. 27% Kursverlust stehen hier zur Stunde an auf Jahresbasis, während der S&P fast 18% hier im Gewinn ist. Wir können uns das Ganze auch noch mal kurz auf Wochenbasis anschauen, hier im Wochenchart. Und da sehen wir, dass die Aktie wirklich auf ein ganz wichtiges Niveau jetzt so langsam hier zurückfällt, nämlich auf das Tief vom Corona-Crash. Und das ist dann vielleicht doch ein bisschen überzogen. Na, also, wir gucken uns mal schnell die Zahlen an. Die Zahlen, die sehen wir hier, die sind natürlich alles andere als freudebringend. Ja, wenn wir mal drauf schauen, Umsatz hier um 10% rückläufig, Gewinn mehr als 30% rückläufig. Man rechnet auch damit, dass auf Jahresbasis hier der Gewinn um knapp 40% rückläufig ist. Wir sehen, ja, Fonds stoßen die Aktie hier im großen Stil ab. Von 580 geht es hier runter auf 470 Fonds, die noch in der Aktie investiert sind. Da sieht man also auch nicht viel Hoffnung im Moment. Naja, und das, was Leggett und Platt, glaube ich, für private Investoren hier interessanter macht, das ist dann am Ende eben die Dividende. Aber wir schauen noch mal kurz aufs Geschäftsfeld. Gucken wir uns das hier noch mal an. Das Diversified Portfolio, das ist hier auch aus der letzten Unternehmenspräsentation. Und da sehen wir eben hier, Bettwaren ist der größte Bereich, 42%. Dann haben wir hier einen ziemlich großen Bereich Automotive und haben hier dann Bodenbelege, Textilien und so weiter. Und dann eben noch ein bisschen was in andere Bereiche. Größter Umsatzbringer ist die USA. Da hatten wir auch gesehen, Inflation war sehr hoch. Inzwischen Europa ist der zweitgrößte. Da war die Inflation noch höher und ist eben auch noch länger hoch geblieben. Also das sind alles Dinge, die die Aktie dann erstmal prinzipiell negativ beeinflussen. Ich glaube, das, was für die privaten Investoren hier wirklich am interessantesten ist, das ist eben die Dividende. Und da sehen wir, da gehört Leggett und Platt hier wirklich zu den Dividend Kings. Das bedeutet 50 Jahre oder mehr steigende Dividende. Und das hat man hier jetzt wirklich gebracht. Inzwischen 52 Jahre jedes Jahr die Dividende erhöht. Ja, hier sehen wir das mit Cent pro Aktie. Wir haben ja mal mit 50 Cent gestartet. Hier in 2002 liegen jetzt inzwischen bei einem Dollar 75 pro Aktie. Und wie gesagt, die Rendite, die liegt im Moment so bei knapp 8%. Das ist schon ordentlich. Aber jetzt muss man natürlich, gerade wenn man auf den Bereich Dividende abspielt, auch mal schauen, okay, wir haben hier eine Auszahlungsquote, eine Ausschüttungsquote, die liegt inzwischen bei 115%. Das müssen wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen, wie das Ganze denn
historisch aussieht. Und da gucken wir vielleicht mal zuallererst auf die Rendite selber. Das, wie gesagt, knapp 8% stehen wir im Moment. Und das setzen wir jetzt mal ins Verhältnis zu dem, was eigentlich normal war in den letzten Jahren für Leggett & Platt. Und das waren gerade mal knapp über 4,4%. Es gibt also im Moment tatsächlich 78% höhere Dividende. Und das ist durchaus interessant, finde ich. Ja, das ist die Konsistenz. Da sehen wir hier mehr als 50 Jahre. Das ist also wirklich enorm. Das sieht man vielleicht noch daran, wenn man sich den Sektor anschaut, was da normal ist. Da ist ein Jahr im Durchschnitt normal und die Dividendenzahlungen hintereinander, da sind 2 Jahre im Durchschnitt normal im Sektor. Und wir haben hier eine Aktie, die hat über 50 Jahre schon auf dem Buckel. So, und jetzt kommen wir in diesen wichtigen Bereich Dividend Safety Grade. Da sehen wir das Payout Ratio, das liegt hier bei fast 115%. Im Sektor Median liegt das Payout Ratio gerade mal bei 30%. Da wird also nur 30% vom Gewinn ausgeschüttet. Und im Durchschnitt ist es bei Leggett & Platt so 72%. Das heißt, die Ausschüttungsquote, die ist im Moment knapp 60% höher. Und jetzt passiert eben Folgendes. Entweder wir sehen tatsächlich, dass die Gewinne wieder anziehen und danach sieht es im Moment nicht unbedingt aus. Die Prognose für 2023, die ist sogar noch mal gesenkt worden. Da geht man jetzt im Umsatz nur noch von 4,7 bis 4,75 Milliarden aus. Vorher ist man ausgegangen von dem Bereich 4,75 bis 4,95. Und beim Gewinn pro Aktie, da sieht es ähnlich aus. Da hat man das obere Ende der Spanne mal schnell halbiert. Und zwar von 1,45 auf 1,65 pro Aktie hat man das Ganze jetzt gesteckt auf 1,45 bis 1,55 pro Aktie. Also, ich mache mir hier tatsächlich ein bisschen Sorgen, ob nicht vielleicht demnächst die Dividende mal reduziert wird. Und wenn das passieren sollte, dann fliegt man aus diesem Status Dividend King raus und dann ist man auch automatisch aus ganz vielen Portfolios der Amerikaner mehr oder weniger automatisch draußen, weil eben die ganzen großen Fonds, die darauf aus sind, hier die Dividend Kings in ihren Portfolios zu haben, die würden den Wert dann verkaufen. Das könnte nochmal für einen ordentlichen Rutsch sorgen. Das muss man mit berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn irgendwie die Gewinnseite gerettet werden kann, die ist relativ gering. Also diesen Dividend King Status zu verlieren, kann man sich überlegen. Das dauert 50 Jahre, bis man den wieder aufbaut. Und von daher, wenn man davon ausgeht, dass diese Dividende weiter so gezahlt wird und die vielleicht sogar auch weiter steigen kann, dann sind das hier definitiv gute Einstiegsniveaus zu einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite, die wir jetzt bekommen. Und bei 8% Dividendenrendite, da kann man natürlich auch ganz entspannt warten und gucken, wie lange das dauert, bis der Kurs sich denn hier jetzt eine Bodenbildung generiert und wieder Richtung aufwärts läuft. Also Leggett & Platt finde ich durchaus interessant als Dividendenkandidat. Und ja, damit sind wir dann auch für heute durch. Ich bedanke mich wieder mal dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Folge angeschaut habt. Freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Chartzeit. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich profitable Trades und erfolgreiche Investments. Macht's gut.